1922, Ägypten. Ein Team von britischen Archäologen unter der Leitung von Howard Carter entdeckt ein bisher unerforschtes Grab, in dem angeblich der berühmte Pharao Tutanchamun begraben wurde. Die Entdeckung versetzte die Wissenschaftler in Erstaunen, nicht nur wegen ihres Wertes, sondern auch wegen der vielen Fragen, die gleich nach dem Fund aufkamen. Die Schätze in der Gruft waren über 3000 Jahre lang nicht angerührt worden, während andere Grabstätten mehrfach geplündert wurden. Die Mumie war stark verwest, obwohl die alten Ägypter die Mumifizierungstechnik perfektioniert hatten. Forscher begannen zu bezweifeln, dass es wirklich die Mumie von König Tut war. Erst in jüngster Zeit verwenden Wissenschaftler CT-Scans, um das digitale Bild des Gesichts der verschütteten Person zu erstellen und die Wahrheit herauszufinden. Doch bis heute wird die Welt auch noch von einer anderen Frage verblüfft. Warum starben die Wissenschaftler, die das Grab betreten haben, einer nach dem anderen? Als eines von Carters Teammitgliedern starb, verbreiteten sich in Europa Geschichten über den Fluch des Pharaos. Gerüchte besagten, dass diejenigen, die das Grab betraten, bald darauf krank wurden oder eine Reihe von Schwierigkeiten erlitten. Aber wenn der Fluch tatsächlich existierte, musste er von König Tut selbst ausgehen. Aber wer könnte den jungen König verflucht haben und warum? Tutanchamun bestieg den Thron 1332 vor Christus. Es war eine Zeit, in der Ägypten im Krieg mit dem benachbarten Königreich Nubien war. Tutanchamun war gerade 9 Jahre alt. Da der Junge nicht allein regieren konnte, bekam er einen Berater namens Ay an seine Seite. Ay half dem jungen König bei der Wiederherstellung Ägyptens, das neben dem Krieg, den er führte, auch die Folgen der Herrschaft des Ketzerkönigs Echnaton zu tragen hatte. In seinen 17 Jahren als Pharao führte Echnaton eine große religiöse Reform durch. Er machte nämlich alle altägyptischen Götter um einer einzigen Gottheit willen vergessen, Aton. Der Pharao verbot andere Kulte und befahl, alte Tempel abzureißen. Er baute eine neue Hauptstadt, Akhetaten, heute besser bekannt als Amarna, und gab Unmengen von Geld aus, um neue Tempel im Namen des neuen Gottes zu bauen. Allerdings waren alle diese Tempel nur für den privaten Gebrauch des Königs bestimmt. Echnaton erklärte, dass nur er das Recht hatte, Aton zu verehren. Das Volk musste die religiöse Loyalität, die es seinen alten Göttern entgegengebracht hatte, umlenken. Jetzt sollte alles Echnaton gehören. Diese Veränderungen untergruben die Traditionen und hatten große Auswirkungen auf das soziale und politische Leben in Ägypten. Schließlich wurde Echnaton zum Ketzer erklärt und sein Name wurde nach seinem Tod ausgelöscht. Aber eine Person hat diesen Namen nie vergessen. Er konnte es nicht. Es war Echnatons Sohn und Erbe, Tutanchamun. Obwohl der Junge das halb zerstörte Königreich und die Fehler seines Vaters erbte, war das nicht der wahre Fluch für Tutanchamun. Echnaton verdammte seinen Sohn schon vor seiner Geburt zum Leiden. Lange Zeit galt Tutanchamun als ein Sohn von Nofretete. Wissenschaftler glaubten, dass dies ihre Überreste im Grab von Amenhotep III., dem Großvater von Tutanchamun, war. Nofretete trug jedoch nie den Titel Königstochter und konnte daher nicht mit Amenhotep begraben werden. 2010 ergaben DNA-Tests der Mumie, dass es nicht Nofretete war. Es war eine ungenannte Tochter von Amenhotep III. Und seiner Frau Tyr. Mit anderen Worten, sie war Echnatons Schwester. Als Kind des Inzests wurde Tutanchamun geboren mit einer langen Liste von genetischen Störungen, einschließlich Vorfuß- und Schädeldeformationen und einer Gaumenspalte. Er sah ungefähr so aus. Diese Rekonstruktion, basierend auf CT-Scans, ist die Arbeit von Wissenschaftlern aus Frankreich, den USA und Ägypten aus dem Jahr 2005. Sie benutzten über 1700 Bilder der Mumie. Obwohl die Forscher einen noch nie dagewesenen Blick auf den berühmtesten ägyptischen Fund werfen konnten, gelang es ihnen nicht, Licht in das Geheimnis von König Tuts frühem Tod zu bringen. Und offensichtliche Fakten deuten darauf hin, dass er sehr gelitten hat. Außerdem verfolgte der Fluch der Götter Tutanchamun sogar noch im Jenseits. Vielleicht wurde genau dieser Fluch zum Fluch der Wissenschaftler, die das Grab des Königs öffneten.
Schon bald nach seinem Besuch des Grabes von König Tutanchamun bekam der reiche amerikanische Finanzier George J. Gold eine Infektion, an der er Monate später starb. George Herbert, der fünfte Earl von Carnarvon, der Howard Carters Partner war und der Hauptsponsor der Expedition, starb ebenfalls an einer rätselhaften Infektion, ein Jahr nachdem er die Gruft betreten hatte. 5 Monate später tötete die Sepsis seinen Bruder, den Entdecker und Diplomaten Colonel Aubrey Herbert. Und dann beginnt der spannendste Teil. Manche glauben, dass Tutanchamun auch an einer Infektion starb. Auch wenn die Mumie des Tutanchamun schon seit fast 100 Jahren frei liegt, sind sich die Wissenschaftler immer noch nicht einig über die Art und Weise seines Todes. Eine Version besagt, dass Tutanchamun durch einen Schlag auf den Kopf getötet wurde. Die Wissenschaftler hielten das für wahrscheinlich, weil man Knochenfragmente im Inneren des Schädels fand. Sie sind auf den Röntgenbildern leicht zu erkennen, die in den 60er Jahren gemacht wurden. Die Mumie des Pharaos hatte auch ein gebrochenes Bein und der größte Teil seines Brustkorbs fehlte. Dies führte Wissenschaftler zu der Annahme, dass König Tut von einem Streitwagen gefallen war. Vielleicht sogar zweimal. Der Hauptverdächtige in diesem Fall ist der Berater des Königs, Ai. Er hätte von der Ermordung Tutanchamuns am meisten profitiert. Schließlich folgte Ai ihm als Pharao nach und heiratete seine Geliebte Ankhesenamun. Ai war in die Thronfolge gekommen, weil der 18-jährige Tutanchamun starb, ohne Erben zu hinterlassen. Seine totgeborenen Kinder wurden zusammen mit ihm begraben. Und hier noch ein merkwürdiges Detail. Auch einige Wissenschaftler wurden ermordet. Ein Mitglied der königlichen Familie, Prinz Ali Kamel Fahmy Bey, wurde erschossen. Howard Carters Sekretär, Kapitän Richard Bethell, wurde gefunden, erwürgt in seinem eigenen Zimmer in einem Londoner Elite-Club. Das war nach einer Reihe von Bränden in seinem Haus, in dem wertvolle ägyptische Artefakte lagerten. Obwohl der schrecklichste Tod den Doktor erwartete, Aaron Amber, ein Freund von Howard Carter, der auch bei der Öffnung des Grabes dabei war. Amber kam bei einem Brand in seinem eigenen Haus ums Leben, als er versuchte, sein Manuskript mit dem Titel »Das ägyptische Buch der Toten« zu retten. Es ist ziemlich interessant, dass die Mumie von Tutanchamun auch durch ein Feuer beschädigt wurde. Du könntest denken, dass dies nur Zufälle sind, aber trotzdem. Was ist, wenn dies alles Teil ein und desselben Fluchs sind? Das ungestörte Grab von Tutanchamun lässt vermuten, dass die Menschen sich scheuten, es zu betreten, aus Angst, den Zorn der Götter heraufzubeschwören. Man hat sogar das Gefühl, dass die Priester und Arbeiter, die den jungen Pharao mumifizierten und begraben hatten, es ebenfalls eilig hatten, als hätten sie Angst vor etwas. Zwischen der Eröffnung des Grabes und der Entsiegelung des letzten Sarkophags vergingen 3 Jahre. So viel Zeit brauchten die Forscher, um alles sorgfältig zu zerlegen. Sie fanden einen Haufen von Artefakten auf allen 5 Grabschreinen von König Tut und seinen 3 Sarkophagen. Solange sie dort arbeiteten, wurden die Archäologen von Zweifeln geplagt, dass das Grab angeblich jemand anderem gehörte. Die meisten Dinge darin trugen die Namen von Echnaton, Amenhotep III. Und unbekannten hochrangigen Leuten. Und als es um die Särge ging, waren sie völlig verwirrt. Die Sache ist die, die 3 Sarkophage in Form eines menschlichen Körpers wurden ineinander gesteckt, dann in sogenannte Holzschreine gestellt. Offenbar erwies sich der äußere Sarg als zu groß und die Zehen des Pharaos ragten aus dem Schrein heraus. Der Deckel musste geschlossen werden, sodass seine Zehen abgeschnitten wurden. 3000 Jahre später fand Howard Carter sie am Boden des Sarkophags. Der zweite Sarg, der in der Mitte, war aus irgendeinem Grund in der Form einer Frau gemacht. Die Ägyptologen kamen zu dem Schluss, dass der Sarkophag zusammen mit einigen anderen Artefakten ursprünglich für die geheimnisvolle Neferne Feruaton, die weibliche Pharaonin, bestimmt war. Offenbar lebte sie zur gleichen Zeit wie Echnaton, starb aber früher. Howard Carter stellte die Theorie auf, dass König Tut aus einem bestimmten Grund in ihrem Sarg begraben wurde. Die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass der Tod des Königs unerwartet kam und sein eigenes Grab und seine Sarkophage noch nicht fertig waren. Als die Ägyptologen den Deckel des letzten Sarges öffneten, erlebten sie eine weitere merkwürdige Überraschung. Die Mumie war verkohlt.
Weitere Untersuchungen ergaben, dass die Bestatter die Mumie buchstäblich mit Ölen und Harzen überflutet hatten, was das Feuer in dem versiegelten Sarkophag verursachte. Zu allem Überfluss verfestigte sich die Flüssigkeit und klebte die Leinenbinden zusammen. Die Archäologen konnten die Mumie nicht auspacken und mussten die Binden Stück für Stück abnehmen. Die Mumie selbst klebte schließlich am Boden des Sarges fest. Die Forscher mussten sie in Stücke schneiden, die herausgenommen werden konnten. Könnte es sich um bloße Nachlässigkeit der Bestatter des Pharaos handeln? Die alten Ägypter glaubten, dass ihre Pharaonen im Jenseits nur stärker wurden, weil sie den Göttern näher kamen. Deshalb behandelten sie die Mumifizierung mit großer Sorgfalt und Respekt. Sie hielten ihr Wissen und ihre Rituale im sogenannten Buch der Toten fest. Zum Beispiel wurde laut der Schriften das Herz eines Pharaos immer in der Mumie aufbewahrt. Man glaubte, dass der Herrscher das Organ brauchte, um seine Herrschaft im Jenseits fortzusetzen. Die Mumie von König Tut hatte kein Herz. Stattdessen wurde er mit einem Amulett in Form eines Skarabäus begraben. Interessanterweise galt ein Herzinfarkt als offizielle Todesursache von Richard Bethell, dem Sekretär von Howard Carter, obwohl Bethell nie an einer Herzkrankheit gelitten hatte. Neben dem fehlenden Herzen fanden die Wissenschaftler noch andere ungewöhnliche Schäden am Körper des jungen Pharaos. Dazu gehörte ein Loch im Schädel. 2005, nach dem CT-Scan, bestätigte Sayawas, dass ihm die Verletzung nach dem Tod des Pharaos zugefügt wurde und dass der Schlag kein Unfall war. Es war ein vorsätzlicher Einstich während der Mumifizierung. In der Regel wurde das Gehirn einer Mumie durch die Nasenlöcher entnommen, aber aus irgendeinem Grund war es bei Tutanchamun anders. In seinem Fall wurde einfach ein Loch in den Schädel gebohrt. Der Einbalsamierungsschritt sah auch seltsam aus. Normalerweise wird ein solcher Schnitt an der Seite des Unterleibs gemacht, um vor der Mumifizierung Organe zu entfernen. Aber der Schnitt an Tutanchamuns Körper verlief diagonal von der Hüfte zum Nabel und war riesig. Es scheint, dass seine Bestatter einfach nur mit der Beerdigung fertig werden wollten, so schnell wie möglich. Vielleicht hatten sie Angst, dass das, was den Pharao tötete, auch sie töten würde. Vielleicht war es auch die Angst vor Ramses dem Großen, ein Pharao, der nach Tutanchamun regierte und Ägypten zu einer neuen Blüte brachte. Er tat mehr als jeder andere, um die Geschichte von allen Spuren Echnatons, Tutanchamuns und anderer Ketzer von Amarna zu säubern. Auf seinen Befehl hin wurden andere Gräber über dem Grab des jungen Königs gebaut, sodass es unmöglich war, auch nur in die Nähe des Grabes zu kommen. Schon seine Zeitgenossen glaubten, dass das Grab von König Tut verloren und vergessen sei. Und einige Wissenschaftler glauben, dass all diese Besonderheiten und die überstürzte Mumifizierung und Bestattung nicht darauf zurückzuführen sind, dass der Hof des Pharaos an den Fluch glaubte, sondern darauf, dass die alten Ägypter mit einer unbekannten Infektionskrankheit zu kämpfen hatten. Und dass genau diese Infektion die Mitglieder von Carters Expeditionsteam getötet haben könnte. Vor 3000 Jahren konnten die Menschen noch nichts über solche Dinge wissen wie Aspergillus. Diese Pilzgattung wurde in mehreren Gräbern im Tal der Könige entdeckt. Er kann sowohl in Innenräumen als auch an der freien Luft leben. Dieser Schimmelpilz kann bei Menschen mit einem geschwächten Immunsystem eine schwere Infektion auslösen. Bei der Expedition waren mindestens drei von ihnen dabei: Jay Gould, Lord Carnarvon und sein Bruder Audrey Herbert. Außerdem sind Wissenschaftler zu dem Schluss gekommen, dass die plausibelsten Ursachen für den Tod von König Tut ein gebrochenes Bein, ein gebrochener Brustkorb und, ja, eine Infektionskrankheit waren. Eine detaillierte Analyse der Mumie ergab, dass Tutanchamun eine avaskuläre Knochennekrose in Fuß und Knöchel hatte. Einfach ausgedrückt, seine Knochen starben aufgrund einer schlechten Durchblutung ab. Die übrigen Artefakte verraten uns, dass der junge Mann sein ganzes Leben am Stock ging. Und tatsächlich, kurz vor seinem Tod brach er sich das Bein. Was den Brustkorb der Mumie angeht, so stellte sich heraus, dass er nicht gebrochen war, sondern buchstäblich fehlte. Er wurde in den 60er Jahren zusammen mit dem kostbaren Halsband des Pharaos gestohlen. Auch die Theorie, dass ein Streitwagen den Pharao überrollte, ist damit widerlegt. Damit bleibt nur noch eine Infektion als mögliche Erklärung übrig. Oder
2009 hat Zai Havas eine umfassende radiologische und genetische Untersuchung von 11 Mumien von Herrschern aus der 18. Dynastie Ägyptens, darunter Tutanchamun, abgeschlossen. Er kam zu dem Schluss, dass die plausibelste Ursache für den Tod des Pharaos eine Kombination aus avaskulärer Nekrose, Beinfraktur und Malaria war. Aber Malaria ist kein Virus, sondern ein Parasit, der nur durch weibliche Mückenstiche von Mensch zu Mensch übertragen werden kann. Und selbst wenn diese Diagnose als endgültig angesehen werden kann, wenn es um den Tod des Pharaos selbst geht, wenn alle Mumifizierungsfälle durch den Ansturm von Ramses erklärt werden, der ruhelos den Thron besteigen wollte, warum sind die Archäologen dann gestorben? Die mysteriösen Todesfälle von Carters Teammitgliedern haben viele Menschen jahrzehntelang vor ein Rätsel gestellt. Aber für einige von ihnen gab es ganz natürliche und alltägliche Erklärungen. Lord Carnarvon starb an einer Lungenentzündung, die auf eine Streptokokkenhautinfektion zurückzuführen war. Er rasierte sich über einen Mückenstich im Gesicht. So ist es nicht verwunderlich, dass sich daraus später eine Lungenentzündung entwickelte. Der Graf hatte ein geschwächtes Immunsystem. Er verbrachte viele Jahre in warmen Ländern, um seine Lungenkrankheit in den Griff zu bekommen. Eines dieser Länder war Ägypten. Was die anderen Teamforscher angeht, die an einer Krankheit starben, sollte man ihr Durchschnittsalter berücksichtigen. Es lag bei 75 Jahren. Viele von ihnen starteten die Expedition mit einer angeschlagenen Gesundheit. Zugegeben, da war auch Aaron Amber, der tragischerweise bei dem Feuer ums Leben kam. Amber hatte Zeit, sich selbst zu retten, entschied sich aber stattdessen, seine Manuskripte retten zu wollen. Der Leiter der Expedition, Howard Carter, starb 16 Jahre nach der Öffnung des Grabes, ebenfalls eines natürlichen Todes. Doch die Umstände, unter denen die übrigen Teammitglieder starben, scheinen mysteriös. Der Historiker und Schriftsteller Mark Bainan hat Beweise dafür gefunden, dass mehrere sonderbare Todesfälle in London, die dem Fluch von König Tut zugeschrieben wurden, sich als Morde herausstellten. Sie alle hatten einen Täter. Alistair Crowley. 2011 hat der Telegraph einen Artikel darüber veröffentlicht. Crowley war ein Schriftsteller von Prosa und Gedichten und ein Bergsteiger. Er war auch ein Okkultist und Mystiker, besessen von der Geschichte von Jack the Ripper. Crowley widmete seinem Serienmörder viele Seiten seiner Tagebücher und Werke. Durch das Studium von Crowleys Schriften konnte Mark Bainan die Teile des Puzzles zusammenfügen. Es war zum Beispiel kein Geheimnis, dass Prinz Ali Kamel Fahmy Bey eine Frau hatte, Marie Marguerite. Aber nur wenige wussten, dass Marie Marguerite die Geliebte von Alistair Crowley war. Das Mädchen war eine erstklassige Kurtisane und arbeitete auch in einem Restaurant, das Crowley häufig besuchte. Mr. Bainan vermutete, dass Crowley sie zu dem Mord angestiftet hat. Das nächste Opfer des Paares war Aubrey Herbert, der kurz nachdem Marie Marguerite für nicht schuldig befunden wurde, starb. Stell dir vor, Herbert wurde mit einer degenerativen Augenkrankheit geboren und erblindete gegen Ende seines Lebens völlig. Sein Zahnarzt vermutete, dass seine Zähne daran schuld waren und riet ihm, die Zähne zu entfernen, um sein Augenlicht wieder zu erlangen. Aber die Operation in der Privatklinik ging verdächtig schief. Mr. Bainan glaubt, dass Crowley Marie Marguerite benutzt hatte, um wieder seine Drecksarbeit machen zu lassen. Crowley könnte auch mit dem Tod von Howard Carters Sekretär zu tun haben, Kapitän Richard Battell, der erwürgt in seinem Bett im Gentleman's Club aufgefunden wurde. Zunächst wurde angenommen, dass er an einem Herzinfarkt starb, aber Battell war kerngesund. Crowley hingegen verbrachte in jenen Tagen viel Zeit damit, sich mit Schriftstellern zu treffen, wie mit Somerset Maugham in eben diesem Gentleman's Club. Mark Bainan behauptet, dass es mehrere indirekte Hinweise in Crowleys Tagebüchern gibt, die ihn mit den Todesfällen in Verbindung bringen. Aber der wichtigste Teil ist Crowleys Glauben, der voller Bezüge zum alten Ägypten war. Er betrachtete die Öffnung des Grabes von Tutanchamun als Schändung. Es ist gut möglich, dass er sich selbst als Vollstrecker des Willens der Götter sah und den berüchtigten Fluch des Pharaos verkörperte. Wie kommt es aber, dass ein Serienmörder, der seine Verbrechen in seinen eigenen Büchern beschreibt, unbemerkt blieb, weil sich die Öffentlichkeit zu dieser Zeit auf einen anderen Schriftsteller konzentrierte, Sir Arthur Conan Doyle? Er war der Erste, der davon ausging, dass der Tod von Lord Carnarvon nicht durch eine Lungenentzündung verursacht wurde, sondern von den Elementaren, die von Tutanchamuns Priestern zur Bewachung des Grabes geschaffen wurden. Conan Doyle löste eine Kettenreaktion aus, die dann von Journalisten unterstützt wurde.
vor allem von der Daily Mail, die jeden einzelnen Tod der an der Entdeckung beteiligten Personen in den Schatten stellen würde. Howard Carter selbst lehnte die Theorie des Fluchs entschieden ab und nannte Conan Doyles Spekulationen Quatsch. Er mag recht gehabt haben. Aber es ist schwer, die Daily Mail und Arthur Conan Doyle zu beschuldigen. Schließlich kann zwar jeder einzelne Todesfall im Zusammenhang mit der Expedition mit allgemeinen und eindeutigen Ursachen erklärt werden. Aber die Kombination und die Abfolge dieser Todesfälle lassen vermuten, dass der Fluch bis zu einem gewissen Grad tatsächlich existiert. Und wenn du dir immer noch unsicher bist, solltest du dich über den Tod eines anderen Teammitglieds informieren, das ich bisher noch nicht erwähnt hatte. Der Historiker und Archäologe Hugh Evelyn White war ein Mann mit gesundem Verstand und gesundem Körper, der Howard Carter half. Er nahm sich das Leben. Ich bin einem Fluch erlegen, der mich zwingt zu verschwinden. Dies waren seine letzten Worte.